Nice, ist halt. Was geht ab, Alter? Wir sind wieder übel Speck. Endlich mal wieder ein neues Video von uns. Heute mit einem Wolfburn Premiere, würde ich sagen, für heute. Ja, komplette Premiere. Absolut. Wurde aber auch mal Zeit, dass wir mal die Brenner hier testen. Ein paar Samples hatten wir ja schon. Mhm. Extrem geile Teile auf jeden Fall. Auch eine extrem geile Brennerei in meinen Augen. Wir brennen im Jahr maximal 135.000 Liter. Das heißt extrem klein, so wie ich es halt auch echt lieb. Ja, genau. Und wenn die Qualität im Vordergrund steht und einfach... Schöner Reim. Ja. Wenn die Qualität im Vordergrund steht. Ja, geil geht's. 2022, ja. Alter. Und dann beenden wir das Video. 2011 erst gegründet, 2013 lief der erste New Make, also wirklich noch relativ jung. Dementsprechend kann der Whisky jetzt auch keine 18 Jahre alt sein. Yes, richtig. Er ist nämlich 4 Jahre alt und gefinisht worden in Portfässern. Genau, also fast 4,5. Da ganz genau. Scheint sich die Geister ein bisschen. Ja, es ist also ein bisschen länger als 4 Jahre. Noch keine 5, aber über 4 Jahre in First Fill Bourbon. Fässern gelagert worden. Gefinisht dann 6 Monate in Portfässern, Port Hogsheads sogar. Und warum heißt denn der Whisky Nummer 155? Vielleicht dann nur der Duck einfach. Ja, ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, weil die Fässer von dem Whisky haben in Warehouse 1 in Reihe 55 gelegen. Ah, ja. Also alle Fässer oder übel nice. Also ich denke mal, es waren mehrere Fässer, die da gelegen sind. Ja, und zwar haben wir 5300 Flaschen, die ganzen Fässer, sage ich mal, zusammengesackt haben. Und man braucht sich jetzt auch nicht erschrecken lassen von dem jungen Alter des Whiskys, weil die neueren Brennereien, wie zum Beispiel auch Necknien oder jetzt hier Gleitzeit, die sind alle auch ein bisschen darauf ausgelegt, jungen Whisky gut schmecken zu lassen. Ja, das braucht jetzt nicht unbedingt das hohe Alter, um gut zu schmecken, sondern... Da ist der ganze New Make schon darauf ausgelegt, einen gut schmeckenden jungen Whisky rausbringen zu können, und da ist es gar nicht darauf ausgelegt, dass noch das Fass sehr, sehr viel Einfluss über lange Zeit nehmen muss. Bei Necknien zum Beispiel ist gar nicht der Plan, alte Whiskys rauszubringen, sondern nur junge. Ist halt Jim Swan zu schulden, aber jetzt hier bin ich schon gespannt, was in 10 Jahren dann auf den Markt kommt. Da können wir uns noch drauf verlassen, dass da noch was, das ein oder andere verkommt. Von der Lage kann man noch erwähnen, in den Highlands sind wir aktuell die nördlichste auf dem Festland. 6. Bis demnächst A-Doors den ersten Whisky rausbringt. Wir haben jetzt 46% und einen überragend geilen Whisky Porn. Fettes Teil der Born, Alter, kann mal wieder auf einer anderen Plattform laden, aber... Absolut. Zwei Zimmer noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Preis kann man noch erwähnen, zwischen 65 und 70 Euro. Eigentlich so der Standardpreis, sag ich mal, für neuere Abfüllungen. Ja, passt. Wir haben eine sehr, sehr junge Brennerei, die jetzt die ersten Whiskys rausbringt. Ja. Ja, deswegen ist jetzt Zeit mal zu nosen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. So Nase mal rein. Ist einfach immer wieder krass, wie so ein Port-Finish direkt die Überhand nimmt. Hat auf jeden Fall einen ordentlichen Einfluss. Aber Überhand würde ich nicht sagen, es hat einen krassen Einfluss, aber ich finde schon, dass die Honig-Vanille-Note vom Bourbon schon auch noch ist. Ja, aber ich gebe dir recht. Ja, doch genau, also die habe ich schon auch als erstes, aber dann kommt schon der Port-Fass einfach. Ja. Also Vanille, Apfel vor allem, so ein bisschen Eiche, die beiläufig vorbeidriftet. Aber alles sehr frisch, also so frische Noten. Und das, obwohl ich schon eine ganz schöne Portion Alkohol in der Nase habe. Genau, ich finde den auch relativ scharf in der Nase. Mhm. Ich habe aber auch noch Honig und so Weintrauben. Ja, gehe ich auch mit. Mhm. Aber gut, sonst habe ich jetzt tatsächlich nicht viel. Also eine richtige Eiche. Wer hätte es erwartet? Wir haben 4,5 Jahre Lagerung plus Finish, wir haben 5 Jahre ungefähr. Kommt der größte Komplexität kommt halt von einem einfachen anderen Fass-Finish nochmal jetzt in dem Fall und nicht durch die einfache Lagerung. Wird auch jetzt im Mund noch spürbarer sein, denke ich. Deswegen probieren wir es jetzt, oder? Aber so Slaunche.
Also das erste Interessante, was ich jetzt habe, was ich in der Nase gar nicht hatte, eine extreme Malzigkeit. Also das ist sehr getreidig. Ja, Mann. Hat auch die Früchte. Aber das allererste, was ich krass fand, im Mund. Die ersten 10 Sekunden habe ich gedacht, ja, Wasser im Mund, oder die ersten 5 Sekunden. Mhm. Ich, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe einen jungen Whisky mit 46% und ich habe das Gefühl, wo bleibt der Alkohol? Ja, genau. Das hat mir für dieses junge Alter, hat mir der ganze Alkohol gefehlt. Ja, das kommt dann irgendwann. Genau, dann kommt es irgendwann, weil dann hast du auf einmal doch ein bisschen einen Antritt durch den Arm. Ja, aber einen relativ entspannten Antritt, genau, der dann im Abgang auch nochmal ordentlich an Feuer Fahrt aufnimmt, aber... Voll, im ersten Moment habe ich auch gedacht, damn, was ist da los? Und dann übelst sanft, aber ich fand ihn auch extrem süß, fruchtig. Was ich jetzt so habe, also erst die Malzigkeit, aber jetzt mit dem zweiten Schluck dann auch, vermutlich dann vom, auf jeden Fall vom Portfass, nämlich eher so eine Rüscht, so ein Rüscht-Aroma, also so eine leichte Kaffeenote, die auch eigentlich typisch für so ein Portfass dann auch ist. Ich finde auch, der Abgang, ich habe jetzt erst einen Schluck gehabt, ich habe ihn immer noch, und das ist eine Apfelschale. Das ist eine schöne Apfelschale, klassisch, wie man es kennt, mit dem jungen Alter. Wenn das sowas liefert schon mal und so einen extrem langen Abgang liefert, sei ich schon mal hart. Aber hättet ihr den blind im Glas gehabt, hättet ihr gesagt, der ist gerade mal 5 oder knapp. Hätte sie auf jeden Fall unter 10, ja, genau, hätte ich gesagt. Ja, ja, aber so jung? Nee. Eigentlich eher nicht, ja. Man hat ja oft dann noch diese metallische Schärfe bei ganz jungen Whiskys. Mhm. Ja. Das hat man jetzt hier echt gar nicht. Finde ich auch. Also das wirkt zwar schon jung, weil auch die klassische Eichennote fehlt, aber... Ja, unter 10 getippt, aber auf jeden Fall nicht ganz leicht, ganz leichte metallische Schärfe beim Schlucken. Ja. Der Stamm, wo der Alkohol dann anfängt erst zu kommen. Kann, ja, für 4,5 Jahre bringt der echt richtig viel mit, finde ich auch. Auf jeden Fall. Wobei ich schon finde, dass viele von den Geschmacksträgern angeschnitten sind. Also sie sind einfach noch nicht komplex da, sie sind noch nicht ausgereift. Es schneidet viel an und der verspricht viel. Und ich glaube, wenn man den noch länger dann kommt diese, dann ist der Einfluss noch viel, viel stärker. Genau, ist jetzt halt alles noch recht kurz verhalten und verhalten. Aber in dem Fall macht natürlich so ein Finish in einem Portfass auch extrem Sinn, einfach ein bisschen Komplexität noch reinzubringen. Und übrigens ist es das erste Finish, was die Brennerei überhaupt ausprobiert hat und auch das erste, was sie mit Portfässern gemacht haben. Ja, und auf jeden Fall und hat funktioniert. Ja, vielversprechend in dem Fall. Ja. Habt ihr einen Wolfborn schon im Glas gehabt? Wenn ja, welchen? Es gibt ja schon ein paar. Ich finde den jetzt extrem geil. Ja. Kann man empfehlen. Oh, echt? Kostet 68 Euro, 65 bis 70 Euro. 69. Nice. Ich sag mal, ist natürlich schon wieder krass hoch für einen 5-Jährigen, 4-5-Jährigen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man merkt, dass der extrem jung ist. Ja. Und schon der Anfang von der Brennerei, kann man ruhig mal unterstützen. Müssen sie auch. Solltet ihr noch keinen Wolfsburn im Glas gehabt haben und euch interessiert dieses Teil, natürlich auch in unserer Flaschenteilung zu finden. Für ein paar Euros. Ja, also lohnt sich auch echt mal die Brennerei zu testen. Ja, also auf jeden Fall mal probieren. Ja. Und halt, wie gesagt, wir hatten ja schon Samples, jetzt vom klassischen Single Malt auch, ohne Finish. Ja. Auch der ist interessant. Absolut, der war nicht auch richtig gut. Genau. Deswegen vielversprechend. Ich glaube, wir hauen ab. Fuck, das so sieht's aus. Wieder schauen. Reingehauen. Rein.